Vielleicht machen wir das dann noch ein bisschen intelligenter. Machen den mal kurz weg. Und gehen dann mit dem hier. Ist das eine Höhe? Nee, ist nicht. Doch, war eine Höhe. Das ist manchmal echt blöd einzuschätzen. Zack. Ja, jetzt nimmt das, glaube ich, so langsam Form an. Bevor ich jetzt weitermache, sollten wir vielleicht noch ein paar von den Dingern bauen. Was fehlt denn da? Stahl. Ach so, Stahl brauchen die auch, okay. Die ganze Forschung ist übrigens gerade ausgesetzt. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, wie sich das anhörte. So, der musste auch mal eben. Oh, weg. Genau, dann ist der schon mal gerade verbunden. Dann kriegen wir hier noch eine Verbindung hin. Ist das jetzt gerade? Ja doch, ich glaube schon. Dann können wir da noch einen hinbauen. Den nehmen wir weg. Stellen den da hin. Und schon haben hier beide Strom, ohne dass da zwei von den Dingern stehen müssen. Sehr gut. Dann machen wir mal hier weiter. Ja, hier müssen wir ein bisschen enger bauen, damit das mit den Leitungen nach oben passt. Ja, hier entsteht gerade halt ein Chaos, weil das Ding nicht immer Strom hat. Dann muss der noch weg. So. Genau, der hat gerade keinen Strom, macht aber nichts. Gut. In der Beschreibung steht, dass ich erst seit 2 Stunden streame. Och du, was in der Beschreibung steht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Da mache ich mir keinen Kopf drum. Weil Open Broadcaster sagt nämlich 4 Stunden 33 Minuten 45 Sekunden. Den setzen wir hier hin. So, jetzt hat das ganze Gedöns hier oben wieder Strom, ne? Das heißt, wir müssen mal eben aufräumen, sonst haben wir hier gleich ein Problem. So. Also, Stromausfall merken wäre fatal für unsere Gerätschaften. Jetzt haben wir hier alles Mögliche. Wir haben hier ein bisschen Stein. Wir haben dafür noch ein bisschen Kupfer. Und wir haben für hier hinten, für ganz oben, noch ein bisschen Eisen. Ja, genau. Okay. Gut, dann müssen wir uns noch um den Bereich hier unten kümmern. Aber wo das sowieso gerade total offline ist, können wir hier auch mal eben alles wegreißen. Macht ja dann auch keinen Unterschied mehr. So, hier ist mal alles wieder rauszufummeln, ey. Das ist auch wieder so ein richtiger Dulli-Job. Naja, egal. Ja, auch zwei Mastdinger nebeneinander. Ich denke, mit den größeren lässt sich sowas vermeiden. Huch. So, dann haben wir da noch einen. Wir sind gleich durch damit. Sehr, sehr cool. Dann können wir noch ein paar Solarpanel bauen. Und vielleicht in naher Zukunft schon mal mit Öl anfangen. Auch ein sehr wichtiger Zweig hier. Ich baue mal eben lieber noch so ein paar von den Dingern. Dann können wir ja im Prinzip. Machen wir das so oder machen wir so? Machen wir so. Da hat sie nur einer versteckt, die Sau. Ha. Gehen wir hier ran. Es ist wieder genau dieser Fall, wo genau einer dazwischen ist, der nicht passt. Das kann nicht wahr sein. Okay, warte. Machen wir anders. Gehen wir hier längs. Und gehen wir hier längs. Jetzt kommen wir hier genau auf das Ding zu, ne? Das ist echt unglaublich. Warum passt das denn nie? Warte. Huch. Wir sind mal frech und lassen das mal überlappen. Das ist ja nicht schlimm. Dann könnten wir hier einen hinsetzen. Oh, Licht. Geil. Ich gehe erstmal mit dem hier noch weiter nach unten. Das ist ja dann hier noch wieder verbunden. So. Hier können wir dann auch hingehen.
Und hier können wir dann im Prinzip gleich nach unten weitergehen, ne? Wobei, das wäre wahrscheinlich gar nicht so blöd, wenn ich erstmal sage, wir gehen hier hin. Da sind nämlich da alle verbunden. Es fehlt wieder einer. Zack. Es fehlt ernsthaft wieder einer. Warte mal, was wäre denn, wenn wir sagen, okay, wir gehen hier ein, weiter nach da, nehmen die Nummer weg, dann haben wir hier eine Blockade, gehen wir... Das passt nicht. Ich werd bekloppt. Ah. Okay, warte, dann machen wir das doch so. Dann müssen wir aber hier wieder rüber gehen. So. Jetzt haben wir hier alle, hier fehlt noch einer. So. Jetzt haben wir hier noch die Seite über. Ich denke, da können wir hiermit schon mal anfangen. Warte mal. Ich glaube, wir müssen einfach mehr Geräte bauen, die mehr die Umwelt verschmutzen. Dann kommen die irgendwann von alleine. So, hier müssen wir auch noch einmal rübergehen. Nein, das ist genau wieder dazwischen. Warte, da musst du hin. Genau da. Okay. Dann haben wir hier diesen Bereich. Und hier kriegen wir keinen Mast rein. Das heißt, wir müssen hier echt vom Plan abweichen. Warte mal, der ist auch schon vom Plan abgewichen. Geht gar nicht anders. Wir kommen da nicht drum herum, hier Chaos zu verbreiten. Ne, kommen wir nicht. Aber wir können das so gering halten wie möglich. Wenn wir hier einen reinsetzen, haben wir das meist abgedeckt. Und hier... Na, sagen wir lieber hier. Und lieber da, dann ist wenigstens ein bisschen was gerade. Also wir kommen nicht ganz hin, sag ich mal, das komplett Chaos frei zu machen. So, jetzt hat hier alles wieder Strom, die Forschung geht wenigstens mal weiter. Nee, oh, warte mal, da fehlt noch was. Zack. Ja, ganz ohne Chaos geht's hier nicht, das ist halt das Problem bei diesen total unsymmetrischen Geschichten. Aber, naja, passt schon. Ja, dann haben wir jetzt im Prinzip alles geupdatet, ne? Hier fehlt noch was, sehe ich gerade. Haben wir glatt übersehen. Macht aber jetzt nicht so viel. Dann müssten wir am besten den hier nehmen, ne? Genau. Können wir auch ganz ransetzen. So. Passt. Ist der? Ja, ist auf derselben Höhe, okay. Ja, ich versuche halt das einigermaßen geordnet zu halten. Es klappt halt nicht überall, aber in vielen Fällen schon. Aber hier kannst du es vergessen. Jetzt haben wir hier noch die Holzdinger drin. Die kommen dann auch erstmal weg. Gleich ist wieder Stau. Aber wie gesagt, wenn wir das upgraden, dann überall. Und nicht nur so möchte gern mäßig. Oh, ich müsste noch ein paar von den Dingern bauen. Jetzt kommen wir ja hier quasi mit hin. Genau. Ah, die ziehen sich dann sogar gerade. Sehr cool. Wir brauchen noch ein bisschen Nachschub. Kohle, mir hat keinen Saft. Warte kurz. Ich gucke gleich mal nach. Wir machen erstmal das hier jetzt. Hat die echt keinen Saft? Wundert mich ehrlich gesagt. Da hat alles Saft. Ach, stimmt. Den hatten wir ja, ne, abgerissen. Ne, Kohle hat Saft. Stein ist es. Genau. Aber das macht nichts, weil da können wir hier ganz easy erweitern. Und dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Ja, nice. Als nächstes können wir damit beginnen, unsere Solargeschichten anzuschließen. Das ist eigentlich auch ganz simpel. Weil... Machen wir mal so. Huch. Oh, da fehlt wieder was. Bau mal bis hier. Ich hätte auch nebenbei, ne, Solarpanels bauen können, ich Vollhorst. Naja, egal. Machen wir nochmal 5. Dafür brauchen wir jetzt wieder Stahl. Ja, ich glaube, jetzt haben wir wieder alles. Alles läuft, keiner beschwert sich, so muss es sein. Sehr, sehr cool. Stahl. Haben wir ja ein bisschen was da, jetzt können wir 16 bauen. Ich mache aber nochmal 5 weitere.
Jetzt, wo die Geräte wieder laufen, scheint sich auch unsere Dunstwolke noch wieder so ein bisschen hier hinzuziehen. Wobei momentan sieht man eher nichts. Da war gerade so ein Aufblinken auf der Minimap. Naja, warten wir mal ab. Ja, dass diese Solarpanels nicht angeschlossen waren, wusste ich ja. Die hatten wir da ja gerade platziert, aber es hätte keinen Sinn gemacht, die mit den alten Dingern anzuschließen, wenn wir sowieso die neuen nehmen. Daher habe ich gesagt, nee, warten wir erstmal. Jo, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Die Solarpanels, die werde ich nicht automatisieren. Weil die bauen wir einmal und dann war es das. Aber Kaffee werde ich mal eben automatisieren. Moment. So. Jetzt hatten wir eine Forschung fertig, ne? Warte mal kurz. Und zwar Öl. Öl ist eine feine Sache. Jetzt haben wir hier sogar so eine Ölquelle dicht bei. Das ist natürlich noch besser. Die macht hier 605% Ertrag. Okay. Keine Ahnung, was es heißt, aber wir bauen da mal so ein Ding oben drauf. Wenn unsere Solarpanels fertig sind. Ich breche das nochmal eben ab. Das sind wir ja gewohnt. Die 5 lasse ich jetzt bauen, weil da hat er jetzt das... Scheiße. Ich habe gerade versehentlich geklickt. Egal. Oh Mann. Hat er jetzt alles abgebrochen? Nee, die Dinger hat er behalten, zum Glück. Aber dann können wir gleich wenigstens mit dem Ölding weitermachen. Wenn wir dann so die Ölverarbeitung eingeleitet haben, dann wird sich unsere Seuche, sag ich jetzt mal, noch ziemlich weit ausbreiten, vermute ich jetzt mal. So, mach fertig. Das Ding braucht anscheinend ein bisschen länger. Mr. Ellsworth fragt, wie könnt ihr nur alle Kaffee trinken? Mit dem Mund. Geht eigentlich ganz gut. Habe ich festgestellt. So, der Gerät ist fertig. Setzen wir rauf, hat gleich Strom. Von mir aus kann der auch nach unten abgeben. Da werden wir sowieso noch eine Pipeline setzen. Passt schon. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen mehr Platz. Da gehen wir wahrscheinlich hier hin oder... Na, hier könnte reichen. Machen wir mal hier zwischen. Ja. Aber ich mache jetzt erstmal so was hier. Denn Ölindustrie braucht auch ein bisschen was. Ja. So, hier haben wir jetzt einen Anschluss für Öl. Habe ich nur... Ne, Rohre haben wir gar nicht mehr. Mach mal so ein paar. Sagen wir mal so 50 Stück. So. Und wir brauchen noch ein paar davon. Und wir haben noch ein paar fertige Solarpanel. Das ist auch sehr, sehr gut. Oh, das müssen wir noch anschließen. Zack. So, dann haben wir das auch. Nice. Gut. Ja, dann nochmal zurück zum Thema Öl. Wir haben ja jetzt momentan noch nichts weiteres. Ne, doch, wir haben die Chemiefabrik, die Ölraffinerie und die Chemiefabrik. Das sind die Sachen, die wir jetzt brauchen. Und zwar schlage ich mal vor, dass wir erstmal das Öl hier in diesen Bereich reinbekommen. Das wäre ganz nett, weil dann können wir vernünftig damit arbeiten. Und wir machen das... Na, warte. Jetzt sind wir langsam gerade so ein bisschen viel im Inventar, ne? Ich brauche unbedingt diese normalen Rohre. Schmeißen wir das mal weg. Hä? Habe ich nicht normale Rohre gebaut gehabt? Hä? Moment mal. Ich habe doch gerade 50 von diesen Rohren gebaut. Wo sind denn die hin? Wie jetzt? Ach so, diese Dinger hier brauchen die anderen Rohre. Allgemeine Verwirrung pur. Natürlich werden die dann gleich mit verkraftet, macht Sinn. So, wir gehen mal hier so ein bisschen rüber. Und dann hier runter und werden dann hier mal eben so eine kleine Unterführung bauen. Machen wir mal bis hier. Dann brauchen wir eine Raffinerie. Und Schwefel ist fast fertig, ja, ganz genau. Dann geht's Richtung Akkus. Und dann sind wir langsam auf einem richtig guten Dampfer. Was wir noch brauchen, können wir gerade nicht bauen. Was fehlt denn da? Rohre, also brauchen wir Eisen.
Aber sollten wir da haben, glaube ich. Das ist eher nicht das Problem. Jawohl. Also so gefällt mir das. So macht das richtig Spaß, wenn die Rohstoffe da sind. Gefällt mir. Wir brauchen, ich glaube, 3 Stück, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also Ölindustrie ist eine feine Sache. Wir können auch gleich unsere gesamte Energieproduktion umstellen. Schwefel ist fertig. Jawohl. Batterie brauchen wir als nächstes, weil dann kriegen wir die Akkus. Und Lasertürme werden möglich. Das ist alles wunderbar. Und wir kriegen dann noch diese Wissenschaftspakete. Die sind übrigens das Ding, was ich noch nicht erforscht hatte oder noch nicht gemacht hatte. Also wir kommen jetzt, wenn wir die Akkus fertig haben und die Lasertürme langsam in den Bereich rein, wo für mich wirklich alles Neuland ist. So, die Raffinerie ist fertig. Die hat hier so ein paar Anschlüsse, Eingänge sind da. Ich mach das Ding mal dahin, denn jetzt ist die Frage. War das richtig mit der Ölraffinerie? Ja doch, war glaube ich richtig. Grundlegende Ölverarbeitung war das, glaube ich. Genau. Da kommen dann Schweröl, Leichtöl und Quatsch. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, war das Petroleum? Wie heißt denn das? Moment. Genau, Petroleum. Richtig, das sind die 3 Sachen, die wir dann brauchen. Was wir noch brauchen, ist Strom. Das könnten wir mal eben easy so lösen. Dann hat das sich schon mal erledigt. Gut, jetzt müssen wir die olle Pipe nochmal eben anschließen. Hä? Wo landen denn die Rohre immer? Ach so, der braucht die auch für die Dinger. Ach man, alles braucht hier Rohre, das kann doch nicht wahr sein. So, die nehmen wir mal kurz raus, die brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir das Ding eigentlich mal anschließen, würde ich sagen. Zack, schon brennt der Kram, läuft, da brennt die Hütte. Als nächstes brauchen wir die 3 Chemiefabriken. Die Eingänge natürlich nach oben, ganz klar. Jetzt müssen wir mal schauen. Einmal, zweimal, dreimal. Das passt hier sogar genau rein. Ich hoffe, das passt auch mit dem Rest dann. Das werden wir aber später wahrscheinlich noch sehen. Na gut, energietechnisch passt es nicht. Aber ist mir egal, wir schmeißen das. Nee, ist mir nicht egal. Ich hasse sowas. Warte mal. Machen wir nochmal neu. Wir können ja auch, sagen wir mal hier, wir bleiben hier mal dicht dran und dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter weg, machen das, oder wir pflanzen das erste Ding mal hin und dann gucken wir, wie das mit dem Rest passt. So, weil an sich könnten wir jetzt ja immer dazwischen diesen Mast setzen oder wir machen das einfach nur so, dann geht's nämlich wieder. So, hier wollen wir jetzt herstellen Festbrennstoff aus Leichtöl. Hier wollen wir herstellen Festbrennstoff aus Schweröl und hier wollen wir herstellen Festbrennstoff aus Petroleum. Das können wir nachher switchen, weil hier können wir nachher auch den Schwefel herstellen, den wir für die Batterien brauchen, beziehungsweise für die Akkumulatoren. Kann man dann einfach bei Bedarf switchen. Das ist also kein Problem. Ich habe das total dumm gemacht, weil hier ist der Ausgang für Petroleum. Wir drehen das mal eben um, ja. Wir machen das mal eben so. Der hier kriegt dann das hier und der hier bekommt dann die schwere Geschichte, ne? Genau, Schweröl. Im Prinzip reicht es, glaube ich, wenn wir eine Leitung anschließen. Hier bei dem hier, wo wir nachher switchen werden für Schwefel, brauchen wir auch noch einen Wasseranschluss. Ja, das kriegen wir aber auch hin, aber erstmal bleibt das Ding auf Petroleum. Beziehungsweise Festbrennstoff. So, wir brauchen noch ein paar Rohre, habe ich gehört. Wir werden hier auf jeden Fall viel mit diesen hier arbeiten, weil überall, wo Rohre liegen, können wir nicht längs laufen. Hier als kleines Beispiel. Deswegen versuche ich so viel wie möglich unterirdisch zu machen. Da kommen wir ja direkt ran. Wie geil ist das denn? Aber hier nicht, ne? Doch. Aber hier nicht, ne? Ne, hier nicht. Jetzt, bei einem passt das wieder nicht, ne? Ist ja die Hölle. Das würde so oder so bei einem nicht passen. Also lassen wir das. Wir gehen nicht bis daran, wir gehen bis hier. Gehen einmal um eine Kurve und gehen dann hier rein. So, die machen ihren Festbrennstoff.
Und an sich könnten wir jetzt diesen ganzen Strang umbauen, sodass der Festbrennstoff darauf geht.